ein bisschen was habe ich ja drin zum Ausgeben. So, wenn es zu laut ist oder zu leise, sagt es mir bitte. Weil ich weiß leider immer nur, wie es auf meinen Ohren klingt und nicht auf euren. Ich habe es jetzt so leicht runtergedrosselt, wie es geht. Jedes Mal wird man angeschrien. Hallo Dera. Es ist ja viel zu früh. Was? Können Stefan verschicken ab 80 Grad Weihnachtskarten. Eigentlich eine coole Idee. Das stimmt. Hallo. Sag mal. Ich hier. Oh. Das hat man immer mehr Zeit zu labern. Ich bewege einfach die ganze Zeit meine Maus. Bin immer wieder raus bei Spoiler. Ich weiß, Dera, ich weiß. Sei froh! Tales of Arise kommt ja nur einmal die Woche. So, ich finde, es ist viel zu laut. Wie ist es bei euch? Geht die Lautstärke? Soll ich leiser oder lauter machen? Wir machen einfach mal weiter. Ich habe die Hoffnung, dass wir genau da starten, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, bei zu leise oder zu laut, bitte meldet euch einfach. Ach ja, stimmt. Und der Charakter mit den Katzenohren. Danke. Sehr freundlich. So, warte mal. So. In-game habe ich es ja so gemacht. So. Geht das mit der Lautstärke? Gerade das einzig laute Geräusch, was ich machen kann. Der hat einfach nichts zu hören. Ja, ich habe es zu leise gemacht. Auf meinen Ohren war es da. Auf meinen Ohren war es da, für euch war es zu leise. Ich habe jetzt lauter gestellt wieder. Ich wusste nicht, wie laut das hier drin ist. Bei mir hat es geklappt. Ich höre alles doppelt so laut wie ihr. Das ist das Schlimme daran. Vielleicht auch gute. Okay, weiter. Oh, ganz unten. Sollte passen, hoffe ich. Hoffe ich. hast deine DBD-Punkte schon geholt? Entschuldigungspack geht bis zum 20. Nee, habe ich noch nicht geholt. Muss ich. Ist es. Erinnere mich später nochmal dran, Dera. Erinnere mich da bitte später nochmal dran. Ich werde es hundertprozentig wieder vergessen. Ich wollte gestern eigentlich nochmal rein, aber ich bin irgendwie in FF14 wieder versackt. Ja, genug Tales gespielt, um zu wissen, dass das Demon Fang war. Ja, genau. Ich erkenne das mittlerweile auch. Ich erkenne das mittlerweile auch. Das ist echt schlimm. Das ist echt mega schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen mussten. Warte mal. Ach ja, Steinfragmente. Ja, das war ja die Nebenquest noch. Die Frage ist jetzt nur, wo waren die nochmal? Ich glaube, die waren hier oben. Warte, hier hoch. Ja, dürfte einfach einloggen. Also relativ simpel. Gott sei Dank. Ich weiß auch, wo ich das allererste Mal DBD Yes. gespielt habe. Ich Und beim zweiten Einloggen dann auch plötzlich, ich glaube, 50.000 Punkte hatte man dann bekommen. 50.000 Punkte. Und
ich mich einfach so erstmal so erschreckt habe, so, okay, wo kommen die Punkte her? Warum kriege ich die? Was habe ich gemacht? Ja, danke, dass du auf jeden Fall kurz reingeschaut hast, Lehrer. Danke für den kleinen Jumpscare. Wir müssen jetzt erstmal Steinfragmente suchen. Von den komischen Viechern, von denen ich beim letzten Mal, glaube ich, gedacht habe, dass wir die kriegen. Auf Anhieb. Ich glaube, uns fehlt nur noch einer. Ich habe die Steuerung schon wieder vergessen. Achso, ja, das sind die Fähigkeiten. Okay. Ja, ich hab's wieder. Wir merken es dann, wenn ich sterbe. Das war ein scharfer Zahn. Wo sind die Viecher nochmal? Da glitzert's, das will ich trotzdem nochmal mitnehmen. Wir haben zwar schon mal eingesammelt, aber ich will es haben. Kartoffel mit einem Karottensymbol. Geil. Biene. Hallo, du kleine Biene. Ach ja, ich muss auch noch gucken, dass wir, wie ich an dieses Kostüm rankomme. Angeblich soll das irgendwie bei nicht eingelösten DLCs sein. Wo auch immer das jetzt zu finden ist. Oh Mann. So, warte mal. Ah, warte. Ich hab's gesehen. Das war aber nämlich. Haha, jetzt ist es da. Beim letzten Mal war das nämlich noch nicht. Haha. Hier haben wir nämlich unsere ganzen Tags. Okay. Hallo Masaki. Schön, dass du reinschaust. Kostüm-Bonus-Pack. Abgeholt, abgeholt. Ich hole erstmal nur für die Charaktere, die wir auch gerade haben. Alles andere, finde ich, macht für mich erstmal gerade keinen Sinn. Zurück. Okay, das sind Erfahrungsbooster. Das will ich erstmal alles gar nicht. Premium-Reisepaket. Okay. Strandzeit. Das kann etwas dauern. Achso, ja, das ist ja nur für die Männer. Weiblich. Ich bin gespannt. Männlich. Das kommt davon, wenn man sich die Collectors inzwischen holt. Hat man das mehr Arbeit als alles andere? Ich will einfach nur wissen, wie es aussieht. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Kostümpacks, als wie da angezeigt waren. So. Gut. Dann schauen wir doch mal. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen. Okay, warte. Verschiedene Samurai-Ausrüstung. Heldenhaftes Surfer-Outfit. Warte, wie kann ich das nochmal? Lol, ich kann sogar die Pose. Okay. Lol. Okay. Irgendwie ist das cool. Lol, es gibt doch Schul. Mit ihrer Schuluniform mit den Hundeohren. Ey, das sieht. Oh Gott, das sieht total aus. Okay, das ist geil. Das sieht geil aus. Aber wir bleiben erstmal beim normalen, ne? Das sind nur die. Es hat schon was. Was? Gibt es einen bei der zerbrochenen Eisenmaske?
Okay, das sieht aber auch gut aus. Warte mal. Nein. Oh. Drehen. Okay, oh, na gut. Ja. Wir werden uns hier einige... Was ist das? Oh mein Gott. Okay, nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was war das? Das ist doch bestimmt was für Daddel. Ja, also es gibt schöne Sachen. Okay, von der Waffe bin ich jetzt nicht ganz so angetan. Wir bleiben bei dem. Okay. Genug geguckt. Da ist das Viech, was wir brauchen. Hallo. Komm zu Mama. Ich musste erstmal an Moskau denken. Ja, ich auch. Deswegen war ich so leicht perplex eben. Weil ich so direkt an Russland gedacht habe. Das ist fast doch original. Liegt der immer noch am Boden? Ah. Okay, wir haben nur einen seltsamen Kern erhalten. Wie viele haben wir jetzt von diesen Dingern wirklich? Sind hier eigentlich zwei von... Jetzt ist die Frage, wo wird mir das angezeigt? Durch eine Befreiung. Nee. Warum steht nirgendwo, wie viel man davon jetzt wirklich hat? Die beiden können wir ja noch nicht machen. Da sind wir zu schwach für. Also wir müssen jetzt quasi Rätselraten machen. Ach, das sind diese Szenen. あれか?けど、火じゃないものも飛び出したりしてなかったか?もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ、自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは?あれは工夫。 別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で直してあげるから。 Okay, hier müsste eigentlich auch noch einer auftauchen. Ja. Hi. Warte, wie... Ach ja, mit rechter Maustaste. Rechte Maustaste war ausweichen. Komm schon, lass uns bitte was. Brennfragmente 2. Yep, wir haben's. Juhu, wir können's abgeben. Also ich glaube, wir werden uns sehr, sehr lange hier mit diesem Spiel beschäftigen. Sehr, sehr lange. Wo muss ich lang? Hier muss ich lang. Der glitzert noch mehr. Gib mir Glitzerding. Vor allem beginnt diese Eulensuche heute wieder. Ich glaube, 38 Stück gibt es. Wenn ich es richtig gelesen habe.
38 Eulen. Ich glaube, 8 oder 9 haben wir. Das wird toll. So. Dass du das hier, ja. Hoffe ich einfach mal. Habt ihr die Steinfragmente dabei, nach denen ich gesucht habe? Yep. Die hier sind es, oder? Yes. Vielen Dank für alles, was du getan hast. Wenn wir das mit den anderen Sachen kombinieren, sollte da ein paar feine Waffen herauskommen. Es ist großartig. Wir Karmesinkrähen müssen dafür sorgen, dass alle Leute hier sorglos herumlaufen können. Und dank euch ist es etwas sicherer. Ich helfe immer gerne, wo ich kann. Wenn du wieder etwas brauchst, lass es mich wissen. Hm. Danke. Und ich weiß auch die Hilfe deiner renäischen Freundin zu schätzen. Nur, dass das klar ist. Ich habe gar nichts gemacht. Elfen hat mich nur mitgeschleppt, wie immer. Das glaube ich aufs Wort. Naja, aber wenn ihr stärkere Waffen sucht, ist es eine gute Idee, Zeugeteile zu sammeln. Jeder gute Schmied da draußen weiß etwas damit anzufangen. Also, wir sehen uns später. Juhu. Wieder eine Nebenquest abgeschlossen. それぞれの特性を生かして作るんだな。さ、先を急ぎましょう。そういえば、俺の剣は何でできているんだろう。ど、ach, das war das. Ah, nee, oder? Achso. Ich weiß nicht, was man mit dem machen muss. Feldhandbuch, Aktivitätsdaten. Ja, das hier. Warte, bis der junge Mann Kleidung ausgesucht hat. Die Frage ist, wann hat er sich das ausgesucht? Also wenn wir mit ihm reden, passiert da nicht sonderlich viel. Oder muss man... Da muss man einfach noch länger warten. Ich weiß es nicht. Hallo, Ühnchen. So. Dann aktivieren wir aber mal die andere Quest. Die Hauptquest. Gegen die Gottesanbeterin kommen wir noch nicht an. Das war die, die uns beim letzten Mal den Arsch versohlt hatte. Im Tutorial. Mit Stufe 43 oder 45. Das, ja. Da reden wir mal nicht drüber. Das Tor. Welche Seite? Das ist halt die Frage, wo muss ich hin? Okay, da lang. Nee, jetzt erst im Hauptspiel, ja. Deswegen konnten wir jetzt ja auch die DLC-Sachen nehmen. Ich weiß nicht, ob es am Release-Tag allgemein nicht ging. Weil mit den... Also wer die Collector's Edition ja hatte, der hätte sich ja schon die extra Erfahrung und alles hätte sich ja hochboosten schon können. Also ich glaube, im Tutorial hätte das allgemein nicht viel Sinn gemacht. Deswegen, ich glaube, das ging erst im Hauptspiel jetzt. 5 Stunden Tutorial! 5! Ich darf das nur nochmal anmerken und es ist einem nicht aufgefallen, dass es Tutorial war. Also ja, du hattest so deine Erklärung, aber es hat sich gespielt, als wärst du halt schon mittendrin. Und dann kommt halt dieses Opening-Theme und denkst dir nur so, geil, toll. Und weißt du, der Tutorial-Boss ist stärker als alles andere, was ich je in einem Tutorial gespielt habe an Bossen. Kommt immer noch nicht drauf klar. Wie viel Stunden Tutorial? 5! Ganze 5, Mappa! 5! Ah, es war echt geil. Mir war nicht klar, dass es so viele Verletzte gibt. Shion?
Okay, danke, Shion. Du kannst jetzt aufhören. Um den Rest kümmern wir uns. Hab ich was verpasst, während ich ohnmächtig war? Nachdem sie sich verärztet hatte, war Shion so gütig und half uns, die anderen Verletzten zu versorgen. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass sie mehr als genug getan hat. Aber... Nani? Ich dachte nur, je eher ihr alle wieder auf den Beinen seid, desto eher können wir uns auf die Suche nach dem nächsten Lord machen. Ich habe es nicht aus Herzensgüte getan. Ach ja? Nun, aus welchen Gründen auch immer, wir wissen deine Hilfe zu schätzen. Vielen Dank. Shions Kartenaktion. Shion kann mit ihren Heilungsarzt Verletzten helfen, die dir begegnen. Vielleicht erhältst du zum Dank eine Belohnung. Um einen Verletzten zu heilen, nähere dich ihm und drücke F, um das Astral A zu wirken. Die Aktion kostet HP. Natürlich tut sie das. Was kostet denn bitte keine HP? Shion. Warum willst du Menschen zurückhalten? いつも理由をつけて人の言�をさえぎるだろう。さっきだってティリザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。 スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでも、お前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり、巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けた、あの時もか。あれは明らかにお前からだった。<笑>俺だって、 体だけでなく、心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でも、シオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ、俺はこの剣を震えるんだ。そんなに迫ってこないで。これ以上詰め寄るなら、 Ibaraga, das mit dem Kompliment machen, das müssen sie aber beide nochmal üben. Sion! Ibaraga, das Schwanz. とにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。Diese Musik dazu. さあ、見に行こう。炎の門を。まったく。 Ist echt so, Mappa. Ist echt so. Weißt du? Na gut, sein Kompliment war jetzt aber vielleicht auch nicht ganz so. Weißt du, erst wirst du angeschrien und danach, ey, halt, ich wollte nur ein Kompliment machen. Ich habe nicht so angeschrien, aber ey, ich wollte nur ein Kompliment machen. Ey, das ist doch... Dufte, vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub. Warum die Emotes doppelt kommen, weiß ich nicht. Aber ich freue mich trotzdem. Aber guckt mal, ja. Meine Emotes sind in das Emote-Bombe drin. Es geht endlich. Jetzt wurde mir freigeschaltet. Ich darf endlich meine Emotes verwenden. Das ist nicht toll. Ich muss nicht mehr die langweiligen Emotes von Twitch nehmen. Das ist so toll. Ich weiß gar nicht, bin ich hier überhaupt richtig? Ist hier überhaupt hin? Knallen muss es. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube dahin. Bin mir aber nicht sicher. Wir gucken einfach.
Hallöchen. Ach ja, das ist... Ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Auf jeden Fall. Yes. Ich finde es zwar immer noch schade, dass man nicht mit Controller spielen kann, weil die Controllersteuerung ist immer noch sehr buggy. Ich kann halt, ich kann zwar laufen, aber ich kann nichts anklicken. So, Pause vorbei, verabschiede mich in den Lurk. Schön die Kerle auf Abstand halten. Das mache ich mal, Pa. Und viel Spaß weiterhin. Wir sind ja noch eine Weile hier. Vielleicht kriegst du ja nachher noch ein bisschen was mit. Das übt sich mit Frisches. Das ist aber gemein. Jetzt weiß ich, warum er so oft auf der Arbeit ist. Deswegen macht er also Überstunden. Oh, scheiße. Wir haben ein Emblem erworben. Juhu. Ja, nein. So, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten, das alles zu erlernen. Das war schon eine gute Vorlage. Das stimmt. Das stimmt. Ja, muss ich zugeben. Alter, wie viel kriegen wir denn? Ja, ist gut. Ja. Jaha. Wir haben hier so viele Dinger. Und wir kriegen aber kaum FP. Ach Gott. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Irgendwo hier, ne? Hier. Und war perfektes Ausweichen abwehren. Ja, das haben wir schon. Wir machen erstmal das Ding hier fertig, würde ich sagen. Wir gehen da einen nach dem anderen vor. Wenn ich bedenke, 1000 FB, 1002, genau. Alter, wer soll das denn alles holen? Ich kann, glaube ich, gar nichts machen gerade. Ne. Ja, wir werden hier eine ganze Weile beschäftigt sein. Eine ganz, ganze Weile. Lena Heya, Testan und Zögel, da ist hier noch was drin. Hagre Bakari da. Okata. Schikan der Surdo, Schnatte. Nige das Tatte, doch, das schon. Ja, Fertigkeitspunkte, glaube ich. Das ist unsere Fertigkeitenmatrix. Damit erhöhen wir halt zum Beispiel den Schaden und kriegen neue Fertigkeit. Oh Gott. Ne? Also, das ist hier unser Level-System. Etwas unübersichtlich, finde ich. Aber eigentlich auch ganz cool, weil es mich halt so ein bisschen an Final Fantasy erinnert. Ja. Also quasi unsere... Durch Kämpfe kriegen wir halt diese Punkte. Viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und damit können wir uns dann halt hier... den Quatsch holen. Den wir dann durch... Also, wir kriegen dann so Embleme. Hier. Solche. Kriegen wir dann halt auch noch. Und die schalten dann auch nochmal was frei. Das ist, ja. Ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen. Wie gesagt, ich finde, wir kriegen auch sehr, sehr wenig Punkte. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch erhöhen kann. Aber mal gucken. Wir dürfen gespannt sein. Weil dadurch können wir dann hier auch andere Fähigkeiten holen. Was sehr wichtig sein wird, weil ich hasse eine von den Fähigkeiten, die unser guter Alfen da hat. Ich verstehe die eine Technik einfach nicht. Ja, sonst, woher kennt
Egal, alle nennen es AV, ich nenne es anders. Egal. Wie, aber Hauptsache anders. Ja. Immer gleich wäre doch langweilig. So, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem gerade. Ich kenne halt die Ortsschlosstore. Feuertore. Ah, doch. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Warte mal. Wir waren da gar nicht mal so falsch. 5 Begriffe, die eine und dieselbe Sache beschreiben. Nichts? Warte, was gibt es noch? Kristariumspunkte gab es noch irgendwo? Ja, FP, XP. Routine, stimmt, Routine. Ah. Irgendwas gab es auch noch. Blutpunkte. Es gibt da echt eine ganze Menge. Wird echt immer anders genannt. So, hier müssen wir hoch. Ja, Klappengraben. Wahrscheinlich möchte man einfach nicht, dass es alles ewig gleich und langweilig klingt. Was es aber, finde ich, für den Spieler manchmal schwierig macht, herauszufinden, was das jetzt genau ist. Wenn man zum Beispiel keinen Bock auf Tutorials hat. Was privat bei mir sehr oft der Fall ist, dann skippe ich das einfach, die ganze Scheiße. Dann habe ich im Endeffekt keine Ahnung, okay, was war das jetzt? Weil es einfach immer anders heißt. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal aber auch nicht. Aber bei MMOs, ja gut. Bei MMOs ist dann, ja. Aber da scheiden sich die Geister, warum die Entwickler das so gewonnen haben. Ich glaube, deswegen kam ich anfangs bei FF14 zum Beispiel nicht klar. Weil ich wüsste nicht, dass es in irgendeinem anderen FF14 Routine hieß. Deswegen fand ich das etwas sehr befremdlich. So. Wir haben endlich den Weg gefunden. Man mag es nicht glauben. Wenn ich es auch richtig verstanden habe, ich habe mir nämlich mal so einen Artikel durchgelesen von Tales of Arise, ist die ganze Welt in mehreren Teilen halt unterteilt, wie zum Beispiel in Elemente. Wir sind jetzt quasi im Feuergebiet, deswegen ist hier halt alles Wüste, Sand und feurig. Dann gibt es halt, glaube ich, noch Wasser. Ja, da weiß ich nicht. Luft wird es bestimmt auch noch geben. Ich glaube, Eis. Wir sind nicht erfahren, sondern noch routiniert. Ja. Ja. Aber voll fähig. Ah, scheiße. Man könnte es eigentlich so einfach machen. そういうことになるでしょうね。王勢の魂がそのために命を落とした。でも、その彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ？精霊力は世界を巡る。拡散して、またこの世界に帰ったはずよ。なら、 レナが集めた精霊力はどこに行くんだ？王を決めたその後は、ダナに戻すわけじゃないんだろ？ダナには教えられないのか？なぜスルドを倒そうとしているのかも？そういうあなたはどうなの？
あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの？知るもんか。言っただろ、記憶がないって。わかったよ。別にお互い信用したわけじゃ。おいら。Nee, es gibt doch eine englische Sprachausgabe. Es gibt Englisch und es gibt Japanisch. あの子はまだ目を覚まさないのか。まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか。それが。ここのとこの騒ぎの連続で、なけなしの在庫が降って。そうか。他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒！毒って、あなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。なら、お願いできる？私はここを留守にできないし。わかった。任せてくれ。その時は笑顔でいたい。何億と月日が流れても、あなたとならば人はそれぞれ背負うものが剥がれ、この星に生まれる意味を知る。強く生きるため弱さを隠して恐れずに痛みから始まる。